Wo endet die Unendlichkeit? Was werden wir erblicken, wenn wir sie finden? Das absolute Nichts? Gott? Oder sind wir schon verdammt, sobald wir den Entschluss fassen, danach zu suchen? Genf, wie aus bisher unbestätigter Quelle verlautet. Droht uns die Apokalypse! Ein vom Menschen selbst verursachter Weltuntergang! Ich sage euch, Gott wird uns alle für unseren Übermut bestrafen! Professor Brisket, Sie sind einer der Verantwortlichen dieser Forschungseinrichtung. Stimmt es, dass es Ihnen gelungen ist, eine Singularität, ein sogenanntes schwarzes Loch, künstlich zu erzeugen? Und stimmt es auch, dass Ihre Wissenschaftler große Mühe hatten, das gefährliche Experiment unter Kontrolle zu halten? Ich kann Ihnen versichern, dass von dieser Einrichtung zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr für die Bevölkerung ausgegangen ist. Mit Nachdruck möchte ich darauf hinweisen, dass die hier stattfindenden Tests unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorkehrungen stattfinden und von den fähigsten Wissenschaftlern der Welt durchgeführt werden, um die letzten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte zu entschlüsseln. Aber Sie geben zu, dass bei Ihrem letzten Experiment zwei verletzte... Und genau deswegen haben wir zu diesem brisanten Thema einen Experten eingeladen. Er kann zu Recht als Koryphäe auf dem Gebiet der experimentellen Teilchenphysik bezeichnet werden. Wie aus informierten Kreisen zu erfahren war, soll eines dieser schwarzen Löcher nicht wie vorausberechnet nach wenigen Sekunden kollabiert sein, sondern erst Stunden später. Die Menschen, nicht nur hier in der Schweiz, sind in großer Sorge vor dem, was dort hinter meterdicken Betonwänden und tief unter der Erdoberfläche fußt. Sie haben Angst, die noch gespürt wird durch eine Informationspolitik der zuständigen Behörden, die nicht gerade dazu beiträgt, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Auch heute wurde wieder eine Nachrichtensperre verhängt, nach dem Gericht zu folgen. Gleich habe ich's. Noch zwei Schüsse. Einschlag in 30 Sekunden. Beeilen Sie sich, Mr. Spooner. Yes! Nur weg von hier. Einschlag in 10 Sekunden. Ich bin draußen! Das war haarscharf. Hier ist alles voller Ausreißer. Da vorne! Ich sehe das Leck in der Blase. Versuchen Sie, uns da durchzubringen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Kollisionswarnung. Vorsicht! Ein Brocken von oben! Zwei Tage früher. London Times, Jablonski. Ja? Ja. Mhm. Wie? Sofort? Verstehe. Ich werde den ersten Flieger morgen früh nehmen. Selbstverständlich. Ja. Wiederhören. Wer war dran? Der Chef. Ich soll gleich morgen nach Genf fliegen, zum CET. Das ist eine staatliche Forschungseinrichtung. Wegen eines Artikels. Weitere Informationen wollte er mir nicht geben. Genf? Ich dachte, Nigel aus dem dritten Stock ist an der Sache mit den schwarzen Löchern dran. Ich denke, es geht um etwas anderes. Etwas Großes. Der Chef klang ziemlich angespannt. Wenn's so wichtig ist, wieso tut er dann so geheimnisvoll? Keine Ahnung. Er meinte nur, es würde die Story meines Lebens werden. Ich nahm den ersten Flug nach Genf und als ich gelandet war, ging alles recht schnell. Zwei Mitarbeiter des CET holten mich direkt vom Flughafen ab und brachten mich in ihr Hauptquartier. Vorbei an beunruhigend vielen Security-Leuten, die mich finster und aufmerksam beobachteten.
Und schließlich fand ich mich in einem kleinen, stickigen Loch ohne Fenster wieder, das sie Besprechungsraum nannten. Eine Handvoll Leute saß an U-förmig angeordneten Tischen und musterte mich skeptisch. Ich war mehr als gespannt, was mich hier erwarten würde. Und, hatten Sie einen guten Flug? Danke, war okay. Spooner stand auf dem Namensschild seiner blauen Uniform. Ein braungebrannter Quadratschädel mit Bürstenhaarschnitt und stahlblauen Augen. So stellte ich mir keinen Wissenschaftler vor, eher einen Bomberpiloten. Jablonski war Ihr Name, nicht? Ja, Mr. Copeland. Jason Jablonski von der London Times. Aber bitte nennen Sie mich Jay. Gern, Jay. Sie sind also Reporter. Ich bevorzuge den Begriff Journalist. Hoffentlich haben Sie nicht die Absicht, irgendwelche Fotos von uns zu machen. Keine Sorge, Spooner. Niemand will Ihr hässliches Gesicht in den Zeitungen sehen. Ich bin Sabian, Ingenieur. Hallo. Mein Name ist Amy. Amy Kepler. Ich arbeite hier als Exobiologin. Bitte entschuldigen Sie das schlechte Benehmen meiner Kollegen. Normalerweise werden Sie hier vor der Öffentlichkeit versteckt. Miss Kepler, sehr erfreut. Dieses Lächeln. Was für eine klasse Frau. Kaum zu glauben, dass sie eine vertrocknete Wissenschaftlerin sein sollte. Sie war viel zu jung. Vielleicht wird der Tag doch noch ganz gut. Wenn sie ihre Haare offen tragen würde... Guten Morgen, meine Damen und Herren. Morgen. Guten Morgen, Professor Brisket. Guten Morgen. Zwei ältere Männer betraten den Raum. Einer von ihnen trug dieselbe blaue Uniform wie alle hier. Der Name Pierce war darauf zu lesen. Der zweite sah endlich aus, wie ich mir einen Wissenschaftler des CET vorgestellt hatte. Schlohweiße Haare, ein blasses Gesicht, das selten in Kontakt mit Tageslicht kam, und eine Brille, die ihm tief auf die Nase gerutscht war. Der alte Mann trug einen weißen Kittel und in der Eile hatte er ihn falsch zugeknöpft. Pierce setzte sich wortlos an den Tisch, während der weißhaarige Wissenschaftler vor einen Tageslichtprojektor trat. Zu der heutigen Einsatzbesprechung möchte ich unseren Gast aus England begrüßen. Mr. Jablonski ist Journalist der London Times. Sicherlich haben Sie sich schon untereinander bekannt gemacht. Mr. Pierce hier zu meiner Rechten ist der Captain des Missionsteams. Er wird Ihnen später die Einrichtung und das Schiff zeigen. Weiß Mr. Jablonski, worauf er sich einlässt? Ein Zivilist an Bord eines Forschungsschiffes bringt viele Probleme mit sich. Wir haben doch schon ausgiebig über dieses Thema diskutiert, Mr. Spooner. Die Missionen sind sicher. Es besteht also keinerlei Gefahr für unseren Beobachter. Und wenn Sie einen Blick auf die Medien riskieren, werden Sie mir sicher zustimmen, dass die Berichterstattung über unsere Arbeit hier derzeit nicht gerade positiv ausfällt. Sie sprechen von den schwarzen Löchern, die angeblich in den Laboren des CET erzeugt werden. Die Leute befürchten, eines davon könnte außer Kontrolle geraten und irgendwann den ganzen Planeten in sich aufsaugen. Ist da was dran? Ach, das ist natürlich blanker Unsinn. So etwas ist physikalisch nicht möglich. Aber es zeigt, wie gewisse Fehlinformationen und gefährliches Halbwissen die öffentliche Meinung gezielt verzerren können. Verstehe. Und jetzt haben Sie beschlossen, einen von der Presse einzuladen, der Ihr verrutschtes Meinungsbild wieder gerade rückt. Das Gremium hat diesen Schritt beschlossen, um weiteren Imageschaden von unserem Institut abzuwenden. Ihre Aufgabe, Mr. Jablonski, wird es sein, alles, was Sie in den nächsten Tagen erleben werden, zu dokumentieren und anschließend darüber zu berichten. Exklusiv, objektiv und unverfälscht. Nur so können wir in Zukunft jeglichen wilden Spekulationen über unsere Arbeit entgegenwirken. Sie erwähnten ein Schiff. Die Skyclad. Skyclad. Wo liegt es vor Anker? Ich bemerkte, wie die anderen im Raum zu grinsen begannen, als hätte ich etwas unendlich Dummes gesagt. Das Schiff, von dem ich spreche, bewegt sich nicht auf dem Wasser. Nein, es ist ein Raumschiff. Ein Raumschiff? Ich wusste nicht, dass hier am CET Weltraumforschung betrieben wird. Ich dachte immer, Sie experimentieren auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Das ist korrekt. Und unser Raumschiff bewegt sich auch nicht durch den Weltraum. Sondern?
Lassen Sie mich dazu etwas weiter ausholen, Mr. Chublonski. Na, wo ist sie denn? Ach ja, hier. Brisket nestelte an ein paar Klarsichtfolien, die er unbeholfen aus seiner Aktenmappe herausfingerte. Schließlich fand er die richtige und legte sie auf den Tageslichtprojektor. Umständlich drehte er an dem Abstandsrad, bis das an die Wand geworfene, verschwommene Bild langsam Konturen annahm. Ein merkwürdiges Gebilde war dort zu sehen. Ein aneinanderklebender Haufen dunkler Kugeln. Im ersten Augenblick musste ich an die Schwarz-Weiß-Aufnahme einer überreifen Brombeere denken. Das ist ein Cäsium-Atom. Es wurde isoliert und um den Faktor 100.000 vergrößert. Als der Professor die nächste Folie auflegte, verwandelte sich die Brombeere in eine zerfurchte Kraterlandschaft. Hier sehen Sie das gleiche Atom, vergrößert um den Faktor 1 Million. Das Atom besteht aus Quarks, den kleinsten Teilen des Universums. Das hier ist ein Ausschnitt davon. Man könnte es auch für die Oberfläche des Mondes halten, nicht wahr? Leider ist es uns nicht möglich, mit der gegenwärtigen Mikroskoptechnik noch höhere Auflösungen zu erreichen. Aber was gäbe es da auch schon zu sehen? Quarks sind die kleinsten Bausteine der Welt. Zwischen ihnen ist leerer Raum. Ich glaube schon. So genau weiß ich das aber... Das neue Bild, welches sich an der Wand formte, hatte keine Ähnlichkeit mit den vorangegangenen. Es stellte bizarre Skulpturen dar. So fremdartig, als stammten sie nicht von dieser Welt. Diese Aufnahme ist gestochen scharf und in Farbe. Eine Computersimulation nehme ich an. So könnten diese Quarks aussehen, wäre man in der Lage, sie noch stärker zu vergrößern. Oder haben sie ein neuartiges Mikroskop erfunden? Sabian hatte eine kleine Kamera aus seiner Tasche hervorgezaubert und fotografierte mich damit. Der so überraschende grelle Blitz ließ mich reflexartig zusammenzucken und die Augen zukneifen. Trotzdem brannten sich rotbraune Flecken auf meine Netzhaut, die noch minutenlang in Schlieren über mein Sichtfeld tanzten. Ich habe dieses Foto geschossen. Mit dieser Kamera. Durch ein Bullauge unseres Schiffes. Nicht schlecht für einen Amateur, oder? Auf dem Foto sehen Sie den Raum zwischen zwei Quarks. Er ist keineswegs leer, wie bisher immer angenommen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sie sagten doch, es sei nicht möglich, höher auflösende Bilder von den Dingern zu machen. Wie um alles in der Welt haben Sie also dieses Foto gemacht? Pierce, der Captain, wandte sich mir zu. Geduldig hatte er den Ausführungen Briskets gelauscht und meine Reaktion beobachtet. Das kann ich Ihnen erklären. Wir waren da, Mr. Chublonski. Wir waren da. Um die drückende Situation aufzulockern, hatte Amy Kepler begonnen, kleine Mineralwasserflaschen, die bisher unberührt auf einem abseits stehenden Tischchen aufgereiht waren, an die Anwesenden zu verteilen. Sie drückte mir eine Flasche in die Hand und bedachte mich dabei mit einem mitfühlenden Lächeln. Ob es ihr ähnlich wie mir erging, als sie den Unfug, den Brisket davon sich gab, zum ersten Mal gehört hatte? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das ist keineswegs unsere Absicht. Sie behaupten also, ein Raumschiff gebaut zu haben, mit dem man zwischen Molekülen, Quarks und weiß Gott, was sonst darum herfliegen kann, um Fotos davon zu machen? Die Skyclad ist nur ein Transportmittel. Die eigentliche Verkleinerungstechnik wirkt von außen. Wie soll das gehen? Schrumpfen Sie das Raumschiff zusammen, bis es winzig genug ist, sich in den Mikrokosmos zu stürzen? Nun, es ist etwas laienhaft ausgedrückt. Aber ja. Jetzt muss ich was trinken. Ich weiß, die Vorstellung ist für einen Nichtwissenschaftler nur schwerlich zu begreifen. Wie winzig? Wissen Sie, was fraktale Geometrie ist? Nie gehört. Stellen Sie sich einen Küstenstreifen vor, dessen Länge Sie vermessen wollen. Er ist unregelmäßig, es gibt Ausbuchtungen, Kerben und so weiter. Natürlich. Wenn Sie jetzt aber so eine Kerbe genauer betrachten, so stellen Sie fest, dass auch sie ihrerseits unregelmäßig verläuft. Sie besteht ebenfalls aus Kerben und Ausbuchtungen. Je genauer Sie die Feinheiten des Küstenverlaufs betrachten, desto größer ist die Länge, die Sie erhalten.
Weil man jeden vergrößerten Ausschnitt abermals vergrößern könnte und weitere Unregelmäßigkeiten entdeckt. Ist das sowas wie die Chaos-Theorie? Ich sehe, Sie verstehen das Prinzip. Der Effekt der Selbstähnlichkeit lässt sich beliebig fortführen. Ein Fraktal hat theoretisch keinen Anfang und kein Ende. Ebenso wie jeder kleinste Baustein unseres Universums aus vielen noch kleineren Bausteinen besteht. Den von uns neu entdeckten Raum zwischen den Elementen nennen wir das Fraktaluniversum. Wie ist es Ihnen gelungen, ein Objekt zu verkleinern? Das ist doch unmöglich. Das Verfahren nennt sich lokalisierte Transrezession. Die Idee, die sich dahinter verbirgt, ist eigentlich simpel und genial zugleich. Schon in den 50er Jahren wurden erste Überlegungen in diese Richtung angestellt. Aber natürlich war man damals aufgrund der begrenzten technischen Mittel nicht... Die Ausführungen des Professors schienen unendlich. Wohl auch, weil ich nichts von dem, was er sagte, wirklich begriff. Doch irgendwann erkannte ich, wenn nur ein Funke Wahrheit in dem Humbug steckte, den der alte Mann da von sich gab, stand mir wohl das größte Abenteuer der Menschheit bevor. Die Erkundung einer neuen Welt, die kein Mensch vor uns betreten hatte. In einem permanenten zellularen Fluktuationszustand der... Das Schiff, die Skyclad. Wann kann ich es sehen? Das ist die Skyclad? Was sind das? 200 Meter? 213 Meter Rumpflänge, um genau zu sein. Ein Großteil des verfügbaren Platzes wurde für diverse Forschungslaboratorien verwendet. Die Besatzung umfasst 48 Mann. Alles top ausgebildete Leute. Bestehen aus Wissenschaftlern und Crewmitgliedern. Ganz nebenbei befinden wir uns hier im größten Hangar, der je gebaut wurde. Das oberste Stockwerk ist komplett verglast. Was ist das? Eine Biosphäre, ein autarkes, nachgebildetes Ökosystem. Sie ist noch in der Vorbereitung, aber irgendwann wollen wir darin Nahrungsmittel für die Versorgung der Besatzung gewinnen. Das ist alles so unglaublich. Warten Sie erst ab, bis Sie das Schiff von innen sehen. Kommen Sie. Wir befinden uns hier in der Haupteingangsschleuse. Es gibt noch zwei weitere am Heck. Die äußere Hülle der Skyclad besteht aus einem neuartigen, extrem widerstandsfähigen Material namens Polyhydramidcarbonat. Vorsicht, der Kopf! Ah! Tut mir leid, es ist etwas eng hier. Wenn wir die Schleuse hinter uns gelassen haben, wird es bequemer. Bilde ich mir das ein oder schwimmt der Boden leicht? Die innere Konstruktion hat keinen physischen Kontakt zur Außenhülle des Schiffes, sondern schwingt frei in einem Energiefeld. Momentan ist es noch nicht aktiviert, aber im Betriebszustand ist dieses Feld in der Lage, auch stärkste Erschütterungen der Außenwand zu absorbieren. Das gewährleistet höchste Stabilität, auch bei heftigen Flugmanövern. Faszinierend. Vielleicht sollte ich anfangen, mir Notizen zu machen. Sie zeigen mir so viele Wunder, dass ich Angst habe, etwas zu vergessen. Keine Sorge. Sämtliche technischen Daten werden Ihnen vom Schiffscomputer auf Abruf zur Verfügung gestellt. Natürlich nur die für die Öffentlichkeit bestimmten Fakten. Natürlich. Das Schiff muss ja ein Vermögen gekostet haben. Kein Wunder, dass die NASA pleite ist. Tatsächlich wurde die Skyclad ursprünglich für den bemannten Shuttle-Verkehr zum Mars entwickelt. Viele Areale des Schiffes sollten einmal Biosphären sein, in denen Generationen von Menschen leben, um eines Tages unseren Nachbarplaneten zu bevölkern. Leider musste die NASA sich eingestehen, dass die Zeit für solch hochtrabende Ziele noch nicht reif ist. Also wurde das Schiff an die Europäer verliehen, zumal es von einem europäischen Konsortium mitfinanziert und größtenteils hier gebaut wurde. Wir mussten es dann nur noch für unsere besonderen Zwecke modifizieren. Von welchen Summen sprechen wir hier? Uns werden jährlich 15 Milliarden Euro bewilligt. Die Realisierung des Projekts dauerte fast 10 Jahre.
Also gibt es doch ein schwarzes Loch hier in Genf. Ihr Humor gefällt mir, Mr. Jablonski. Kommen Sie, ich zeige Ihnen erstmal Ihr Quartier. Mir brummte der Schädel nach all den neuen und verwirrenden Eindrücken, die mich hier überfluteten. Deshalb war ich froh, mich für einen Moment zurückziehen zu können. Mein privates Quartier war nicht sonderlich groß und nur mit dem Nötigsten möbliert. Was hatte ich erwartet? Das hier war ein Forschungsraumschiff und nicht die MS Astoria. Ich blickte aus dem Fenster. Ein kleines Bullauge von vielleicht 50 Zentimetern Durchmesser. Das Glas war so dick, dass die Techniker, die draußen auf Kranplattformen stehend an der Außenhülle des Schiffes herumschraubten, merkwürdig verzerrt aussahen und bei jeder Bewegung groteske Formen annahmen. Ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung davon, was mich bei diesem Experiment erwartete. Transrezession, Fraktale, Worte, die keine Bilder in meinem Geist erzeugen konnten. Alles war so abstrakt, so unwirklich. Ja, herein. Die elektrische Schiebetür spaltete sich in der Mitte und die beiden Flügel verschwanden hinter der Türfassung. Eine Frau streckte schüchtern den Kopf herein. Es war Amy Kepler, die Biologin. Hallo Jay. Tut mir leid, wenn ich störe. Aber nein. Kommen Sie doch herein. Ich dachte mir, Sie haben sicherlich einen schlechten Eindruck von der Crew, weil... Sie meinen wegen Spooner? Ach, keine Sorge. In meinem Job als Journalist begegne ich immer wieder Leuten, die Vorbehalte gegen mich hegen. Nick ist im Grunde kein schlechter Kerl, aber... Die Besatzung dieses Schiffs ist ein eingeschworenes Team, das sich blind vertraut. Und ein Außenstehender stört diese Harmonie. Vor allem, wenn er auch noch Reporter ist und überall herumschnüffelt. Ich wollte nur sagen, und ich denke, für den Großteil der Mannschaft zu sprechen, Sie sind hier herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Okay, das war eigentlich schon alles. Ich gehe dann mal wieder. Miss Kepler? Ja? Würden Sie mir morgen ein Interview geben? Den ganzen nächsten Morgen erkundete ich mit meiner kleinen Videokamera bewaffnet die unzähligen Decks und Labore des Schiffes. Und kaum eine Tür blieb mir verschlossen. Miss Kepler hatte recht. Bis auf Spooner und ein paar weitere Ausnahmen waren alle Crewmitglieder sehr freundlich und aussagewillig. Auch wenn mich nicht nur einmal das Gefühl beschlich, genau instruierten Interviewpartnern gegenüberzustehen, die ihre Informationen wohl überlegt und dosiert preisgaben. Biologisches Labor, das muss es sein. Guten Morgen, Miss Kepler. Oh, guten Morgen, Jay. Das Interview, richtig? Tut mir leid, das habe ich total vergessen. Sie sehen ja, hier ist gerade viel los. Die Jungs sind ziemlich aufgeregt. Bevor es losgeht, werden sie immer so unruhig. Das ist die Nervosität, die in der Luft liegt. Ja, Charlie ist ja gut. Ich bin etwas überrascht. Sie haben ja einen halben Zoo hier an Bord. Das sind meine kleinen Racker. Beruhige dich, Liz. Keiner tut dir was. Der Mann da ist nur gekommen, um etwas über meine Arbeit zu erfahren. Hat jedes der Tiere hier einen Namen? Was ist so ungewöhnlich daran? Natürlich nichts. Anscheinend mag er sie nicht. Jetzt sei aber still, Alex. Soll ich vielleicht später nochmal? Nein, schon gut. Kommen Sie, wir gehen in den Analyseraum. Dort ist es ruhiger. So, jetzt können wir reden. Der Raum, in den Amy Kepler mich geführt hatte, unterschied sich enorm vom vorangegangenen. Überall waren elektronische Geräte und Monitore verstreut. Alles wirkte hier klinisch, steril. Erstaunt blickte ich mich nach allen Seiten um. Falls Sie in diesem Labor irgendwelche Sektionstische suchen, muss ich Sie leider enttäuschen. So etwas gibt es hier nicht. Auf meiner Station werden keine Tierversuche im herkömmlichen Sinne durchgeführt. Vielleicht erläutern Sie mir noch einmal, was genau Sie mit den Tieren anstellen. In die Kamera sehen, bitte. Die Strahlungsintensität und Zusammensetzung außerhalb des Schiffes ändert sich ständig, je nachdem, wie tief wir in das Fraktal vordringen. Ich untersuche die Auswirkungen dieser Strahlung auf lebende Organismen. Das Fraktal bietet so viele neue, aufregende Möglichkeiten, die Welt zu verbessern. Nehmen Sie die Fraktalstufe C. Da herrscht ein Strahlungsniveau, das Pflanzen um das 20-fache schneller wachsen lässt. Haben Sie eine Vorstellung, was das für die Ernährungssituation in der dritten Welt bedeutet? Wir könnten den Hunger ausrotten, Millionen von Kindern eine Zukunft geben.
Mir bietet sich hier die Gelegenheit, meinen Teil dazu beizutragen. Oh, tut mir leid. Ich sollte bei den Fakten bleiben. Meine persönliche Meinung ist in Ihrer Reportage sicher nicht erwünscht. Sie können das auch wieder rausschneiden, wenn es nicht gut ist. Aber nein, Amy. Ich habe heute Morgen etliche Interviews geführt, randvoll mit technischem Kauderwelsch, dem niemand folgen kann. Aber wenn man den Leuten die Bedeutung des Fraktalreisens näher bringen will, dann mit genau solchen Worten wie Ihren. An alle. Luna wird aktiviert in genau 30 Minuten. Bitte treffen Sie sämtliche Vorkehrungen. Initialstufe 1 geht online jetzt. Oh, ich habe leider keine Zeit mehr für Sie. Der Computerkern wird hochgefahren. Ich muss noch alle Terminals hier aktivieren, sonst werden sie vom Hauptrechner nicht erkannt. Und meine Freunde rufen auch schon wieder nach mir. Tut mir leid. Schon gut. Kann ich mich irgendwie nützlich machen? Nein, ich glaube nicht. Obwohl, sehen Sie die Tür da? Das ist die Asservatenkammer. Das Terminal da drin muss eingeschaltet werden. Einfach auf den Knopf drücken, auf dem on steht. Das dürfte ich hinkriegen. Vielen Dank. Das ist echt lieb. Ich sehe dann mal nach den Hunden. Okay. In der Kammer war es stockfinster. Das Licht aus dem Analyselabor reichte gerade einen halben Meter tief hinein und verlor sich dann in düsteren Schatten. Amy? Miss Kepler? Gibt's hier irgendwo Licht? Keine Antwort. Ich tastete den Bereich neben dem Türrahmen ab, konnte aber nicht erspüren, dass ich nach einem Lichtschalter anfühlte. Verdammt. Ich machte ein paar Schritte geradeaus, gab den Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Wo steht denn dieses Terminal? Augenblicklich hielt ich inne. War da gerade etwas? Oder hatten mir meine überreizten Sinne einen Streich gespielt? Amy? Sind Sie das? Hallo? Abermals erhielt ich keine Antwort. Und irgendwie gefiel mir die Situation auch nicht mehr sonderlich gut. Ich lauschte weiter. Achtung an alle! Initialstufe 2 ist online. Puh. Puh. Meine Güte. Ah, verflucht. Hey, hier steckst du also. Muss ich nur noch diesen Einschaltknopf finden. Hab ich dich. Voilà. Als das Gerät mit Strom versorgt wurde, huschten sofort grüne Buchstaben und blinkende Zeichen über das Monitor-Display. Die Festplatten liefen an. Okay, ein Computerspezialist hätt's auch nicht besser. Was zur Hölle ist hier eigentlich? In der Spiegelung des Monitors zeichnete sich der Schemen einer Gestalt ab, die sich hinter mir erhob. Dann wurde ich auch schon an der Schulter gepackt und zur Seite geschleudert. Der Schemen trat auf mich zu. Licht, wie von einer Chromfläche reflektiert, huschte kurzzeitig über seine wuchtige Silhouette. Zwei clownartige Hände packten mich, riffen mich mit schier unglaublicher Wucht auf die Beine zurück. Das Wesen zog mich an sich, immer näher, bis sich unsere Gesichter beinahe berührten. Plötzlich flammten vor meinen Augen zwei grellgrüne Lichter auf, meinen Verstand bis in die letzten Tiefen durchdringend. Die kalte Metallklaue, die sich nun langsam um meinen Hals schloss, nahm ich noch entfernt wahr, aber nicht mehr, wie sie zudrückte. Commander Spooner? Ja, Captain? Laufen die Vorbereitungen planmäßig? Ja, Sir. Luna geht in genau 18 Minuten online. Es werden keine Unregelmäßigkeiten gemeldet. Sehr gut. Machen Sie weiter, Commander. Ich werde mich in der Zwischenzeit auf die Suche nach unserem Reporter machen. Sir, Jason Jablonski befindet sich laut den internen Scannern im Biolabor. Danke, Commander. Wenn etwas sein sollte, rufen Sie mich. Ja, Sir. Mr. Jablonski, können Sie mich verstehen? Jay, bitte antworten Sie doch. Grelles, weißes Licht blendete mich. Zwei Hände strichen mir über das Gesicht und den Oberkörper. Klein, warm und unendlich weich. Ich blinzelte und sah in das wunderschöne Gesicht eines Engels. Ja, so gefiel mir der Himmel. Was? Mr. Jablonski? Oh Gott sei Dank, Sie sind zu sich gekommen. Was ist denn passiert? Sie waren kurze Zeit weggetreten. Es tut mir ja so leid. Sind Sie auch wirklich unverletzt?
Das Licht funktionierte nicht und... Oh mein Gott, was habe ich da nur wieder angerichtet? Warten Sie, ich helfe Ihnen auf. Danke. Geht schon. Wirklich? Jemand hat mich gewürgt. Das war Roh. Ich hatte vergessen, ihn auszuschalten. Roh? Ja. Yeah. Roh, komm her. Verfluchte Scheiße. Was ist denn das? Keine Angst. Roh ist ganz harmlos. Das Monstrum hätte mich beinahe umgebracht. Ja, normalerweise. Ein Koloss aus glänzendem Stahl hatte sich neben Amy gestellt, überragte sie dabei um gut einen Kopf. Nur unzureichend war es seinen Schöpfern gelungen, der Kreatur so etwas wie eine menschliche Gestalt zu verleihen. Stattdessen strahlte sie schiere, ungebändigte Kraft und eine brodelnde Unberechenbarkeit aus, die jederzeit überschwappen konnte. Grün leuchtende Augen starrten mich an, als lauere zerstörerische Heimtücke hinter dieser metallenen Stirn. Amys blindes Vertrauen in diesen Titanen verwirrte mich. Ist das ein Roboter? Eine autonome Kybernetikeinheit. Roh arbeitet normalerweise im Schleusenbereich wegen der Strahlungsgefahr. Roh? Ha? Wieso wolltest du mich killen? Bist wohl sowas wie ein Terminator. Ihr Stimmmuster ist dem nicht vertraut. Vielleicht war er verwirrt. Aber er hätte sie niemals ernsthaft verletzt. Das verbietet seine Programmierung. Das Ding jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich kann mich nur noch einmal bei Ihnen entschuldigen. Schon okay. Ist ja nichts passiert. Miss Kepler? Miss Kepler? Sind Sie hier? Oh, verdammt, der Captain. Bitte, bitte erwähnen Sie Captain Pierce gegenüber nichts über diesen Zwischenfall. Ich bekomme großen Ärger. Miss Kepler? Ah, hier stecken Sie. Und Mr. Jablonski ist ebenfalls da. Guten Tag, Sir. Und? Kommen Sie voran mit Ihren Interviews? Danke. Alle hier sind sehr kooperativ. Das freut mich zu hören. Sie sind etwas blass. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch. Ganz hervorragend. Nur die Aufregung. Na dann. In 2 Stunden beginnt der Countdown. Ich sehe Sie rechtzeitig auf der Brücke. Ich werde da sein. Ach, und Miss Kepler, bitte deaktivieren Sie die Robotikeinheit. Sie wissen genau, dass Roh erst in Betrieb gehen darf, wenn der Computerkern hochgefahren ist. Ja. Das war meine Schuld, Captain. Ich habe Miss Kepler darum gebeten, die Maschine anzuschalten. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wenn das so ist, trotzdem bitte ich darum, in Zukunft die Vorschriften zu beachten. Natürlich, Sir. Es wäre fast ins Auge gegangen. Oberstes Gebot, der Chef muss nur das Allernötigste wissen. Danke, dass Sie mich nicht verraten haben. Das hätte gerade noch gefehlt. Gern geschehen. Und vielen Dank für das reizende Interview, Miss Kepler. In weniger als 2 Stunden sollte der Countdown beginnen. Ich saß alleine in meinem Quartier und überprüfte noch einmal mein Equipment. Amy sagte, der Übergang ins Fraktal wäre eine faszinierende Erfahrung und ich wollte keinen Augenblick davon undokumentiert lassen. Achtung an alle! Initialstufe 3 geht online. Luna ist aktiv in 5, 4, 3, 2, 1. Bitte melden Sie fehlgeschlagene Konsolenverbindungen umgehend auf der Brücke. Was ist denn jetzt los? Nicht verifiziertes Individuum entdeckt. Indy... Bitte nennen Sie Ihren Namen und Dienstgrad. Wer spricht da? Bitte nennen Sie Ihren Namen... Ja, schon gut. Mein Name ist Jason Jablonski und ich bin, Zivilist. Formatanalyse erfolgreich abgeschlossen. Meine Stimmenerkennungssensoren wurden kalibriert. Ihre Angaben sind korrekt. Natürlich sind sie korrekt. Herzlich willkommen an Bord der Skyclad, Mr. Jablonski. Ich bin Luna, das neuronale Schiffsbewusstsein. Falls Sie Fragen oder Wünsche haben, stehe ich jederzeit zu Ihrer Verfügung. Vielen Dank, Luna. Und ich dachte schon, mich überrascht nichts mehr hier. Du kannst mir jede Information geben, die ich wünsche? Jede Information, für die Sie eine Zugriffsberechtigung besitzen, Mr. Jablonski. Bitte, nenn mich Jay. Wie Sie wünschen, Jay. Also, das ist unglaublich. Du bist interaktiv.
Ich bin ein auf der Basis neuronaler Netze entwickelter selbstlernender Quantenrechner. Wahnsinn. Hör zu, Luna. Wenn ich dir beliebige Fragen stellen kann, du kennst doch sicher Miss Kepler. Natürlich. Dr. Amy Kepler arbeitet in der biologischen Abteilung. Hat sie einen, ich meine, ist sie irgendwie verheiratet oder so? Für Fragen, die private Informationen der Besatzungsmitglieder betreffen, benötigen sie einen höheren Zugriffsstatus. Verdammt. Alle Stationen melden Bereitschaft, Captain Pierce. Sehr gut. Informieren Sie das Kontrollzentrum, dass wir soweit sind. Aye, Sir. Ihr Kontrollstations-Supervisor, Skyclad, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Von unserer Seite aus kann es losgehen. Ihr Gast an Bord? Betritt gerade die Brücke. Habe ich was verpasst? Denken Sie, wir fangen ohne Sie an? Sabian aus dem Maschinenraum meldet soeben, alle Engines laufen auf 100%. Habe verstanden, Skyclad. Wir beginnen mit der Transrezessionssequenz jetzt. Was passiert jetzt? Von wo aus habe ich den besten Überblick? Oh, keine Angst. Sie werden nichts verpassen. Die Sequenz läuft ein paar Minuten, bevor Sie irgendwelche Veränderungen an der Umgebung wahrnehmen. Die Skyclad wird momentan vollständig matriziert. Dabei erfasst ein Großrechner die atomare Gesamtstruktur des Schiffes. Hier, dieses Terminal steht Ihnen zur freien Verfügung. Sie haben von der Konsole aus Zugriff auf 14 Außenkameras. Somit kann Ihnen nichts entgehen. Die beiden Kondensatoren wurden soeben justiert und geladen. In wenigen Sekunden bildet sich eine Energieblase, die das komplette Schiff umschließt. Ja, ich sehe die Blase. Wozu ist das gut? Der Schrumpfvorgang wird innerhalb dieser Blase stattfinden. Sie ist gleichzeitig Wirkungsbegrenzung und Schutz vor äußeren Einflüssen. Wenn wir die Größe einer Mikrobe haben, könnte sogar ein vorbeiirrendes Staubkorn mit der Wucht eines Meteors einschlagen. Verstehe. Ich war nervös, voller gespannter Erwartung. Als säße ich in einer Achterbahn, die gerade mühselig den Scheitelpunkt der ersten Schleife erklimmt, um sich anschließend in die Tiefe zu stürzen. In schneller Abfolge klickte ich zwischen den Überwachungskameras hin und her. Am liebsten hätte ich alle Eindrücke gleichzeitig aufgesaugt. An einem Bildausschnitt blieb ich schließlich hängen. Er war mir bis jetzt gar nicht wirklich aufgefallen. Das Bild auf dem Monitor zeigte einen Teil des Höhenruders und dahinter eine riesige Vorrichtung, die große Teile des Hecks verschlang. Captain, was ist das da? Die Klammer. Das, lieber Mr. Jablonski, ist unsere Lebensversicherung. Während des Schrumpfungsvorgangs bleibt das Schiff fest justiert. In der Phase des molekularen Flusses würde es sonst im Raum, der sich ja permanent verändert, verloren gehen. Es gibt während dieser Zeit also keine statischen Navigationspunkte, an denen eine Orientierung möglich wäre. Verstehen Sie? Ja, ich weiß nicht recht, so einigermaßen. Sobald wir die gewünschte Fraktalebene erreicht haben, stoppt die Sequenz. Dann löst das Kontrollzentrum die Klammer und wir können uns mit Hilfe des Schiffsantriebs frei im Raum bewegen und die Umgebung erkunden. Die Kondensatoren sind vollständig geladen. Die Sequenz wird komplettiert. Geht's jetzt los? Jetzt geht's los. Machen Sie sich auf was gefasst. Das werden Sie so schnell nicht vergessen. Transrezession initiiert. Ich wusste nicht mehr, ob ich den Monitor bewachen oder durch die riesige Panoramaverglasung schauen sollte. Schließlich entschied ich mich für die Fenster und drückte das Gesicht so nah an das Glas, dass es beschlug. Nur keine Panik, Jay. Luna zeichnet alle Sensorendaten und die Bilder der Überwachungskameras auf. Sie können sich später alles noch einmal in Ruhe anschauen. Wie konnte die Crew hier nur so gelassen sein? Als ginge sie einer Routineprozedur nach, während sich da draußen hinter der Scheibe ein Wunder anbahnte. Jetzt passierte etwas. Zuerst realisierte ich nicht, was genau sich verändert hatte. Ich fixierte einen der Kondensatorausleger, der bis eben noch 10 Meter neben der Kanzel ruhte. Doch jetzt wuchs er, blähte sich auf. Er hob sich gleichzeitig über das Schiff hinweg, als hätte plötzlich geisterhaftes Leben von ihm Besitz ergriffen. Doch das war eine Sinnestäuschung. Nicht der Kondensator veränderte sich, nein. Das Schiff war es. Und seine Besatzung. Ich.
Mittlerweile war der Kondensator verschwunden und einer dunkelgrauen Wand gewichen, unscharf mit ineinander verlaufenden Strukturen, die permanente Bewegung vorgaukelten. Mein Gott, das ist ja... Unglaublich. Sehen Sie die chaotischen Gebilde, die jetzt überall erscheinen? Das sind Sauerstoffmoleküle. Auch bekannt als Ozon. In wenigen Sekunden werden sie so groß sein, dass man den Raum zwischen ihnen erkennen kann. Ja, es sieht aus, als ob die Moleküle auseinanderdriften, aber das ist natürlich nur eine optische Täuschung. Habe ich recht? In Wahrheit verändert sich nur unser Blickwinkel. Mr. Reporter lernt schnell. Der Raum zwischen den Teilchen, er ist leer. Bald werden Sie das nicht mehr sagen. Tatsächlich. Objekte, die aus dem Nichts wachsen. Was ist das? Das sind Quarks. Das ganze Universum ist voll von ihnen. Sie waren bisher nur zu klein, um von unseren Sinnen erkannt zu werden. Deshalb dachten sie, zwischen den Teilchen herrscht Leere. Wahnsinn. Sieht ein bisschen aus wie Seifenblasen, nicht? Aber jetzt verlassen wir die aus der herkömmlichen Physik nachgewiesene Welt. Auch diese Formen vergingen und transformierten sich zu etwas Neuem. Die Fantasie der Natur kannte keine Grenzen mehr. Er schuf immer vielfältigere Farben und Formen, für deren Beschreibung keine Sprache der Welt mehr ausreichte. Eine Inszenierung von unbeschreiblicher kosmischer Schönheit. Körper, die sich aufbauten, nur um anschließend in einen schmutzigen Brei aus Materie zu verschmelzen, aus dem sich wiederum neue, pulsierende, nie zuvor gesehene Strukturen herausbildeten. Irgendetwas blitzte vor mir auf, rötlich, schrill, und verglomm zu einem dumpfen Schmerz in meinem Kopf. Schemenhafte Nachbilder auf meiner Netzhaut hinterlassend. Keine Angst, das war nur eine Entladung. Wir sliden gerade durch pure Energie. Nichts, was dem Schiff schaden könnte. Gleich haben wir unser Ziel erreicht. Die Sequenz ist abgeschlossen. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Keine besonderen Vorkommnisse. Wie geht es Ihrem Besucher? Nun, ich denke, er wird seine Sprache bald wiederfinden. Seit Minuten steht er vor der Aussichtsfront und rührt sich nicht mehr. Das ist schier unglaublich. Das Wunderschönste, was ich in meinem Leben jemals erblickt habe. Was sind das für Felsbrocken, die da vorüberziehen? Sehen fast aus wie ein Meteoritenschwarm. Wir befinden uns tief im fraktalen Raum. In Dimensionen, die nicht einmal die theoretische Physik beschreiben kann. Begriffe aus der herkömmlichen Astronomie reichen dabei weitem nicht mehr aus. Der Kosmos, der sich hier offenbart, konnte noch von niemandem nachgewiesen werden. Deshalb hat auch keines der Phänomene da draußen einen Namen. Wie wär's mit Jablonski-Schwarm? Na, wollen Sie schon bald in die Fraktalforschung einsteigen? Captain, was halten Sie davon, Mr. Jablonski etwas von der Umgebung zu zeigen? Hervorragende Idee. Lieutenant Soto, schalten Sie die Triebwerke an. Ja, Sir. Was machen Sie jetzt? Einen kleinen Spazierflug durch das Fraktal. Womöglich wollen Sie den Clusternebel da vorne etwas genauer studieren. Die Klammer wird gelöst. Aber entfernen Sie sich nicht zu weit vom Ausgangspunkt. Wir wollen kein Risiko haben. Primärer Kernfusionsantrieb online. Programmieren Sie Kurs auf den Nebel, Miss Soto. Spooner, 2 Markierungsbojen setzen. Für alle Fälle. Aye, Sir. Bojen sind gesetzt. Und senden. Die Skyclad bewegte sich. Ganz langsam. Vorsichtig. Ein sanftes Zittern. Dann war nichts mehr von den Kräften, die auf das Schiff einwirkten, zu spüren. Das Absorptionsfeld, von dem Pierce gesprochen hatte, schien optimal zu funktionieren. Kollisionswarnung. Ein Objekt der Kategorie 3 kreuzt unsere Bahn. Ich korrigiere Kurs. Ist ein riesiger Brocken, Sir. Sorgen Sie dafür, dass er uns nicht zu nahe kommt. Seine Flugbahn ist etwas instabil. Er eiert mächtig, möchte ich sagen. Die eingeleitete Kurskorrektur reicht nicht aus. Kollisionswarnung. Kompensiere. Was passiert da? Keine Angst. Meine Crew weiß, was sie macht. Maximale Annäherung 220 Meter. Ganz schön knapp. Da passt noch der Mount Everest dazwischen. Ich starrte aus dem Panoramafenster und für einen kurzen Moment verdunkelte sich der Himmel über der Kommandobrücke, als dieses riesige Ding am Bug auftauchte
und etwas zu nah für meinen Geschmack an der Längsseite des Schiffes vorbeidonnert. Mein entsetzter Blick folgte seiner Flugbahn an den Seitenfenstern entlang, ehe der Brocken schließlich nach hinten entschwand. Hier ist alles irgendwie in permanenter Bewegung. Das macht die Steuerung nicht gerade einfach. Besser, wir bringen den Laser in Position. Aye, Sir. Captain Pierce' entspannter Tonfall war nur eine Fassade, denn auf seiner Stirn hatten sich kleine glänzende Schweißperlen gebildet. Und auch ich merkte jetzt, wie meine Hände in den Stoff der Jeans verkrampft waren. Nur Spooner und Soto, die junge Pilotin mit den asiatischen Gesichtszügen, wirkten in keinster Weise nervös. Ich hoffte, das war ein Indiz dafür, dass sie alles unter Kontrolle hatten. Kollisionswarnung. Da rast schon wieder ein Ausreißer auf uns zu. Diesmal benutze ich den Laser. Der Ausreißer, wie Spooner ihn genannt hatte, glühte für einen Herzschlag auf und zerbarst dann zu einer Staubwolke, die von der mitten hindurch rasenden Schnauze des Schiffes zerrissen wurde. Guter Schuss. Danke, Kaylee. Die junge Pilotin grinste mir zu. Aber wirklich beruhigen konnte mich das nicht. Der Fraktalraum barg doch mehr Gefahren, als man mir suggerieren wollte. Irgendwelche Schwierigkeiten bei Ihnen? Kein Grund zur Besorgnis, nur ein Ausreißer. Die Fraktalstufe D war schon immer etwas tückisch. Ich schlage vor, wir dringen noch etwas tiefer in das Fraktal vor, Stufe E oder F. Dort wird es gemütlicher für Mr. Jablonski. Habe verstanden. Kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück. Wir bereiten in der Zwischenzeit eine weitere Sequenz vor. Miss Soto? Ja, Sir. Der Rückflug verlief unspektakulär. Keilani Soto war eine meisterhafte Pilotin. Ohne die geringste Anstrengung manövrierte sie das gigantische Schiff millimetergenau vor die Andockklammer, die schließlich mit einer merklichen Erschütterung einrastete. Bis die nächste Sequenz vorbereitet ist, wird es noch ein paar Minuten dauern. Ich ziehe mich so lange in meinen Bereitschaftsraum zurück. Commander Spooner, informieren Sie mich, wenn das Kontrollzentrum wieder auf Go ist. Aye, Sir. Ich glaube, ich gehe dann mal in mein Quartier. Und die Toilette aufsuchen, ergänzte ich den Satz in Gedanken. Doch hütete ich mich davor, es laut auszusprechen. Unser Reporter hat wohl die Hosen voll. Sein Gesicht war kreidebleich. Naja, ganz ungefährlich waren die Ausreißer nicht. Wenn schon ein ziviler Beobachter an Bord ist, hätte man doch eine harmlosere Zone als Reiseziel wählen können. Die Fraktalstufe D ist die mit Abstand spektakulärste. Wahrscheinlich wollte das Gremium dem Mann von der Presse einen bleibenden Eindruck bescheren. Was offensichtlich gelungen ist. Erst im Gehen wurde mir bewusst, wie weich meine Knie tatsächlich waren. Ich steuerte mein Quartier an, besann mich dann jedoch anders und stand zu meiner eigenen Überraschung plötzlich vor dem Eingang zum Biolabor. Amys Gesicht erschien in der Tür. Sie wirkte sichtlich gestresst. Offenbar hatte es sie einige Mühe gekostet, all ihre Schützlinge zu beruhigen. Doch jetzt entspannten sich ihre Züge. Jay, wieso sind Sie hier? Ich dachte, Sie wollten sich den Trip Ihres Lebens nicht entgehen lassen. Ich verspüre derzeit das Bedürfnis nach etwas Abwechslung. Oh, verstehe. Die Erfahrung des Fraktalreisens hat Sie leicht mitgenommen. Ist mir beim ersten Mal auch so ergangen. Kommen Sie rein. Bitte entschuldigen Sie das Chaos. Meine Babys drehen fast durch hier. Ich weiß auch ohne einen Blick auf den Kontrollmonitor, dass es eben einige brenzlige Situationen auf der Brücke gegeben hat. So unruhig wie heute waren die Tiere schon lange nicht mehr. Amy bückte sich, um den Hund, der sie unentwegt ankläffte, hochzuheben. Ja, mein Kleiner ist ja schon gut. Ich muss ihn aus dem Käfig lassen und in die Arme nehmen, sonst wäre er noch völlig ausgeflippt. Oh, tut mir leid. Wollen Sie sich setzen? Ich bin so unhöflich. Das sind Sie ganz und gar nicht. Hier müsste irgendwo noch ein Stuhl sein. Mein Labor präsentiert sich Ihnen aber auch immer von der schlechtesten Seite. Sie haben ja keine Ahnung, wie froh ich bin, jetzt an einem Ort wie diesem sein zu dürfen. Nach den Erfahrungen der letzten halben Stunde fühle ich mich zwischen all den bellenden Hunden und kreischenden Affen fast in die Normalität zurückversetzt.
Ui, war es so schlimm auf der Brücke? Vielleicht muss ich erst alles verarbeiten. Kaffee? Ich dachte, Sie fragen nie. Ein total kranker Gedanke. Noch nie war ein Mensch weiter von zu Hause entfernt als wir jetzt. Obwohl das Schiff den Hangar nicht mal verlassen hat. Irgendwann gewöhnt man sich daran und denkt nicht mehr darüber nach. Wenn jetzt Komplikationen auftreten würden, ein Unfall, gäbe es jemanden, der uns hier herausholen könnte? Würde uns überhaupt jemand finden in den Untiefen des Fraktals? Das Kontrollzentrum überwacht unser Schiff permanent und kann uns jederzeit lokalisieren. Nur die Schrumpfungssequenz ist etwas heikel, weil da alles im Fluss ist. Aber hierfür gibt es die Klammer, die uns davor schützt, verloren zu gehen. Jay, das Fraktalreisen ist absolut sicher. Noch nie ist etwas passiert. Das haben Pierce und Brisket auch zu mir gesagt. Und doch hätte uns vorhin fast ein Komet oder was immer das war getroffen. Glauben Sie mir, ich war schon in manch einer Krisensituation auf dem Balkan, in Afghanistan, wo scharf geschossen wurde. Aber als ich auf der Brücke stand und diesen Brocken auf mich zurasen sah, da habe ich für einen Moment geglaubt, das Fraktal nie wieder verlassen zu können. Ich wusste nicht, dass sie das so sehr mitnimmt. Seien Sie beruhigt. Captain Pierce hat das beste Flugteam. Commander Spooner mag vielleicht etwas eingebildet rüberkommen, aber er ist ein besonderer Erstoffizier. Und Kaylee ist die beste Pilotin, die das NASA-Ausbildungscamp jemals hervorgebracht hat. Manchmal denke ich fast, sie wurde nur geboren, um dieses Schiff zu fliegen. Davon konnte ich mich überzeugen. Sie haben ja recht, ich war wohl einfach nicht vorbereitet. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Trip erinnern. Damals hatte ich nur ein paar Ratten hier in den Käfigen. Ich stand wie paralysiert vor dem Monitor und zweifelte an meinem Verstand, ob das, was ich da sah, tatsächlich passierte. Doch dann brachte man mir eine Gesteinsprobe, die direkt aus dem Fraktal stammte, zur Analyse. Und da wurde mir etwas Wichtiges klar. Es gibt keine Wunder, sondern nur viele große und kleine Rätsel, die alle darauf warten, irgendwann entschlüsselt zu werden. Und das Entschlüsseln geht mit der Entzauberung einher. Manche der Rätsel scheinen unlösbar, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch sie ihr Geheimnis offenbaren. Irgendwann. Vielleicht muss man Wissenschaftler sein, um die Sache so zu sehen. Vielleicht. Ich jedenfalls betrachte das Fraktal nicht mehr als Wunder, sondern als die einmalige Gelegenheit, das Wissen der Menschheit zu erweitern. Und seitdem jagt es mir auch keine Angst mehr ein. Mir schon. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich Captain Pierce darum bitte, die Mission vorzeitig abzubrechen. Sie müssen tun, was Ihnen richtig erscheint. Ja, dann werde ich mal wieder gehen. Ich hätte mich gerne noch eine Weile mit Ihnen unterhalten. Ich auch, Amy. Ich auch. Was ist mit den Tieren los? Sie sind unruhiger geworden. Sie haben recht. Hey, Charlie, Alex, was habt ihr denn schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Haben die auf der Brücke ohne mich angefangen? Das hier ist anders. Etwas stimmt nicht. Was ist das? Ich weiß es nicht. Kollisionswarnung. Was geht hier vor, Spooner? Keine Ahnung. Die Schrumpfungssequenz muss aktiviert worden sein. Das Kontrollzentrum meldet eine Störung. Seitdem stehen wir unter Partikelbeschuss. Pierce an Kontrollzentrum. Wieso wurde die Sequenz ohne unser Go gestartet? Hier ist ein Fehler in den Sequenzroutinen aufgetreten. Wir versuchen, die Sache in den Griff zu bekommen. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Die Funkverbindung ist so schlecht. Tun Sie was dagegen, Mr. Spooner. Aye, Sir. Hier ist Skyclad an Kontrollzentrum. Bitte melden Sie sich. Können Sie mich hören? Hier ist Skyclad an Kontrollzentrum. Bitte melden Sie sich. Tut mir leid, Captain. Die Verbindung ist abgebrochen. Daneben. Scheiße, es brennt. Dort hinten steht ein Halonfeuerlöscher. Okay, ich hole ihn. Ich muss die Tiere in Sicherheit bringen. Beeilen Sie sich. Ich hab's gleich. Die
Geruch der Detonation riss mich von den Beinen. Als ich aufblickte, war der Raum mit dichtem, beißenden Qualm und Staub gefüllt. Amy war verschwunden. Einschlag am Heck. Lange werden wir diesem Bombardement nicht mehr standhalten können, Sir. Verdammt, wo kommen denn diese Gesteinsschlummer her? Das sind Partikel aus dem statischen Fraktal. Die Schutzblase muss ein Leck haben. Deshalb können sie in den Transrezessionsbereich eintreten. Irgendwelche weiteren großen Brocken, die auf Kollisionskurs sind? Momentan nicht. Aber Sir, wir befinden uns in einer laufenden Sequenz. Jedes dieser Steinchen da draußen wird bald die Größe eines Hauses haben. Amy, wo sind Sie? Endlich entdeckte ich die Frau. Am Boden liegend, halb begraben von einem zentnerschweren Stahlträger, der auf sie gestürzt war. Eine Seitenstrebe hatte sich in ihre Brust gebohrt und förmlich aufgespießt. Blut quoll aus der Austrittswunde an ihrem Rücken hervor. Amy, Amy, bitte sagen Sie doch etwas. Amy! Verzweifelt versuchte ich, den Stahlträger hochzuziehen. Doch bewegte sich die schwere Last keinen Millimeter. Hallo! Hallo! Kann mich jemand hören? Die Frau hier benötigt dringend Hilfe! Hallo! Scheiße! Verflucht! Verflucht! Amy, es tut mir so leid. Ich schaffe es nicht. Amy Kepler lag ohnmächtig da. Sie wirkte so friedlich, beinahe glücklich. Ich wollte meinen Finger auf ihren Hals legen, auf die Schlagader. Doch dann zog ich die Hand zurück, aus Angst, dort nichts mehr zu spüren. Ich kann die niemals alle mit dem Laser erwischen, es sind einfach zu viele. Die Zielautomatik ist damit überfordert. Warnung. Schäden an der Außenwand. Es droht eine Dekompression der Frachtraumzellen. Schotts werden versiegelt. Wir müssen etwas tun, sonst fliegt uns hier bald alles um die Ohren. Warnung. Dekompression der Frachtraumzellen. Versiegelung der anderen Bereiche stabil. Die Brocken sind jetzt schon größer als Fußbälle. Captain, wir müssen handeln. Amy, ich glaube, hier wird gleich alles einstürzen. Ich muss dich hier zurücklassen und Hilfe holen. Verstehst du? Ich habe keine andere Wahl. Ich wollte mich gerade erheben, da spürte ich Amys Finger, die sich um mein Handgelenk legten. So schwach. Amy. Wo sind die Tiere? Geht's ihnen gut? Ja, Amy. Sie sind alle wohlauf. Siehst du? Der Stahlträger hat keinen der Käfige beschädigt. Amy, die Decke wird nicht mehr lange halten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Stahlträger ist zu schwer für mich. Was? Amy, was hast du gesagt? Jetzt begriff ich, was sie meinte. Der Roboter stand in der Asservatenkammer. Leblos wie ein nicht beachteter Gebrauchsgegenstand. Hier bist du, Ro. Ro, hallo! Kannst du mich verstehen? Ro, hey! Hey! Bitte aktivieren! Scheiße! Mein Freund, du verspielst gerade deine zweite Chance. Verdammt! Verdammt, wie kriege ich dieses Ding zum Laufen? Luna! Guten Tag, Jay. Sie halten sich in einem Gefahrenbereich auf. Ich empfehle dir... Ja, schon gut. Ich brauche deine Hilfe. Bitte nennen Sie Ihren Wunsch. Dieser Blecheimer, Ro, wie schalte ich ihn ein? Der Aktivierungsschlüssel befindet sich rückseitig im Nackenbereich. Sie müssen ihn um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Robotikeinheit im Betriebszustand zu versetzen. Ich darf Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie keine Befugnis zur Nutzung der... Ich mach da mal eine Ausnahme, okay? Der Schlüssel ist da. So,
Jetzt werden wir gleich sehen, ob du diesmal etwas freundlicher zu mir bist. Oder mich wieder killen willst. So, ich bin's, Jay. Weißt du noch? Ein Freund von Amy. Amy Kepler. Hör zu, ein Stahlträger ist auf sie gestürzt. Und ich kann ihn nicht alleine hochheben. Aber du, hey, verstehst du mich? Amy befindet sich in großer Gefahr. Als hätte ich unbedacht irgendein Triggerwort verwendet, das bei ihm Notfallprogramme aktivierte, setzte sich der Stahlkoloss in Bewegung. Und ich hatte Mühe, ihm hinterherzukommen. Siehst du? Da liegt sie. Heb den Träger hoch, damit ich Amy darunter hervorziehen kann. Hast du das verstanden? Der Roboter hatte verstanden. Ohne zu zögern und im Bruchteil einer Sekunde die Situation einschätzend, packte er den Stahlträger und hob ihn mit nur einem seiner Greifzangen in die Höhe. Dabei entfernte er die Last in einem Winkel, der gewährleistete, dass die Seitenstrebe, die Amys Brust durchbohrt hatte, möglichst schonend aus dem Körper glitt. Gut gemacht, Ho. Warte, ich zieh sie jetzt. Mit roher Gewalt hatte die Maschine mich von Amy weggeschleudert. Zuerst glaubte ich an eine Fehlfunktion. Dann sah ich, wie Ro die schwerverletzte Frau mit unglaublicher Präzision hochhob und aus dem Gefahrenbereich trug. Mit Erstaunen musste ich feststellen, dass kein Mensch in der Lage gewesen wäre, Amy so behutsam und schonend zu bergen wie dieses massige Wesen. Vielleicht hatte der Roboter ihr damit das Leben gerettet. Er starrte mich mit seinen grünen Augen an, drehte seinen Kopf in Richtung der Tierkäfige und verließ dann, die bewusstlose Biologin auf den Armen, das Labor. Ja, versteh schon. Du kriegst das Mädchen und ich darf die niederen Arbeiten machen. Na kommt, raus hier! Da fliegt ein gigantischer Klotz auf uns zu. Mindestens 20 Meter im Durchmesser. Den werden wir nicht überstehen. Einschlag in 4 Minuten, Sir. Spooner, können wir diese Klammer von hier aus lösen? Nein, das geht nur vom Kontrollzentrum aus. Aber die Verbindung ist nach wie vor tot. Dann müssen wir uns freischießen. Commander, richten Sie den Laser auf die Haltevorrichtung und blasen Sie das Ding weg. Aber Sir... Die Transrezessionssequenz ist immer noch aktiv. Wenn wir den Referenzpunkt verlieren, können wir möglicherweise nicht mehr zurückfliegen. Das ist mir bewusst, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Setzen Sie 3 Bojen ab und beten dafür, dass wir sie später wiederfinden. Aber Sir! Das ist ein Befehl. Ja, Sir. Einschlag in 3 Minuten. Laser ist auf die Klammer ausgerichtet. Ziel erfasst. Feuer. Sie blutet stark. Wo ist hier die Krankenstation? Oh, hörst du mich? Bring Amy auf die Krankenstation. Sie stirbt. Verdammt nochmal. Etwas stimmte nicht mehr mit dem Roboter. Sein Kopf drehte sich unentschlossen abwechselnd zum Korridor und dem erschlaffenden Körper in seinen Armen. Es hatte fast den Anschein, als focht die Maschine einen Gewissenszwiespalt aus. Dann plötzlich erstarrte Ro in der Bewegung. Und seine vormals grün leuchtenden Augen blinkten nun rot. Ro, verdammte Blechbüchse. Bring Amy auf die Krankenstation. Luna, das Scheißding hat eine Fehlfunktion. Wie kann ich den Roboter abschalten, ohne dass er mir sämtliche Knochen bricht? Das wäre in der gegenwärtigen Situation nicht ratsam. Dr. Kepler ist schwer verletzt. Die Messdaten, die ich erhalte, sind sehr beunruhigend. Wo ist die Krankenstation? Wie kann ich sie hinbringen? Die Krankenstation ist 3 Decks entfernt. Durch Beschädigungen ist der Hauptzugang momentan versperrt und mehrere Alternativwege sind wegen der Dekompressionsversiegelung nicht zugänglich. Kannst du vielleicht auf den Punkt kommen? Der kürzeste Alternativweg könnte in 6 Minuten und 30 Sekunden zurückgelegt werden. Na dann los. Sag dem Schrotthaufen, er soll sich endlich in Bewegung setzen. Das ist nicht ratsam. Wieso nicht? Dr. Kepler wird ohne ärztliche Sofortmaßnahmen in weniger als 3 Minuten tot sein. Ah!
hab ich's. Noch zwei Schüsse. Einschlag in 30 Sekunden. Beeilen Sie sich, Mr. Spooner. Yes! Nur weg von hier. Einschlag in 10 Sekunden. 5. Ich bin draußen. Das war haarscharf. Hier ist alles voller Ausreißer. Da vorne. Ich sehe das Leck in der Blase. Versuchen Sie, uns da durchzubringen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ein dicker Brocken. An Backbord. Hab ihn schon gesehen. Der nächste. 30 Grad Steuerbord. Kollisionswarnung. Du machst mich nervös, Luna. Warum rührt er sich nicht mehr? Die Robotikeinheit befindet sich im Download-Modus. Was? Er lebt etwas? Jetzt? Ro hat Zugriff auf meine Datenbank erlangt. Was für Daten? Notfallmedizinische Erstversorgung. Hey, ich glaube, er ist fertig. Was macht er jetzt? Das, was notwendig ist. Die Maschine richtete Amys Körper behutsam auf. Seine Augen fokussierten erst ihr Gesicht, dann das blutende Loch in ihrer Brust. Plötzlich riss er eine seiner Metallklauen in die Höhe und rammte sie der Frau so tief in die Brust, dass etliche der Glieder seiner Zangenhand in ihrem Körper verschwanden. Nein! Da kommen zwei von der Seite. Ich bin gleich durch. Nur noch ein paar Sekunden. Der von Backbord wird uns treffen. Ich korrigiere Kurs. Gleich haben wir die Blase verlassen. Nur noch ein paar Meter. Ja! Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Miss Soto. Danke, Sir. Vorsicht, ein Brocken von oben! Wo endet die Unendlichkeit? Was werden wir erblicken, wenn wir sie finden? Das absolute Nichts? Gott? Oder sind wir schon verdammt, sobald wir den Entschluss fassen, danach zu suchen? Schadensbericht. Der letzte Ausreißer hat uns nicht voll erwischt. Wir hatten unwahrscheinliches Glück. Die Außenhülle ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden, aber das Absorptionsfeld hat uns vor Schlimmerem bewahrt. Von der biologischen Station abgesehen gab es keine größeren Schäden. Die Frachtzellen sind allerdings Geschichte. Jay, wie geht es Amy Kepler? Sie wird durchkommen. Wie ich gehört habe, ist das hauptsächlich Ihrem besonnenen Verhalten zu verdanken. Sie haben diese Krise gut gemeistert. Ich habe nur den Roboter aktiviert. Er war es, der ihr das Leben gerettet hat. Ro hat die zerrissene Arterie in Amys Brust mit seinen Metallfingern abgeklemmt, bis Dr. Copeland eingetroffen ist. Ohne ihn wäre sie verblutet. Sie haben sich dieses Abenteuer sicher anders vorgestellt, Mr. Jablonski. Da draußen ist Schwärze. Wo sind wir? Die Schrumpfungssequenz verlief unkontrolliert, ehe wir ihren Wirkungskreis verlassen konnten. Das bedeutet? Wir haben keine Ahnung, wie tief wir in das Fraktal vorgestoßen sind. Ich habe alles gescannt. Weit und breit kein Signal von den Positionsbojen. Was meint er damit, Captain? Das bedeutet, dass wir uns im Fraktal verirrt haben. Das ist der Preis, den wir zahlen mussten, um unser Leben zu retten. Ich verstehe nicht. Ohne die Bojen werden wir vielleicht nie wieder an unseren Ausgangspunkt zurückfinden.